Die Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wird Ihnen präsentiert von Teddy, dem 1-Euro-Discounter. Ja, liebe Zuschauer, jetzt habe ich Platz genommen am Kommentatorplatz. Und Anstoß hat die Mannschaft vom Westfaler Wickede von rechts nach links. Und ich bin mal gespannt, wie sich Menge der 08 jetzt hier präsentieren wird und natürlich auch Westfalia Wickede. Wenn man die letzten 10 Jahre sieht, war Westfalia Wickede leider nicht dabei bei den Mannschaften, die Stadtmeister geworden sind. Menge war 3-mal dabei und wenn man natürlich hier die Spiele betrachtet, Jürgen Gronziewski hat es auch gerade schon gesagt, 3 Westfalenligisten sind also hier im Halbfinale und die siegreiche Mannschaft wird also im Endspiel gleichstehen und der Verlierer spielt dann im Kleinfinale um Platz 3. Und jetzt die erste Möglichkeit, um es mal als Möglichkeit zu benennen. Nach 1 Minute und 10 Sekunden war das Menge der 08:20. Unter anderem habe ich gerade gesehen, ist auch der DFL-Präsident oder Präsident von Borussia Dortmund, Dr. Reinhard Haraubal, auch jetzt hier eingetroffen in der Dortmunder Westfalenhalle. Er unterstützt ja auch hier den Fußballkreis und auch die Amateure. Das muss man sagen. Es gibt eigentlich hier eine enge Zusammenarbeit auch mit Borussia Dortmund. Es könnte ein knappes Ergebnis werden. Aber ich glaube mal, wenn der erste Treffer fällt, dann wird das Spiel ganz anders laufen. Man tastet sich noch ab. Ja, der Ball geht doch einige Meter übers Gebäude. Test, 1, 2, 3, Test, 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 1, 2, 3. Menge der 08:20 im Ballbesitz. Ja, dieses Halbfinale ist natürlich sehr attraktiv, denn die siegreichen Mannschaften bekommen ja auch noch eine Geldprämie. Und aber auch die teilnehmende Mannschaft. Und der Ball ist drin. Mit der Nummer 2 erfolgreich. Hendrik Hunecke. Und es sind gerade mal 4 Minuten gespielt. Ja, wir haben ja vorhin gesehen, Marten führte auch 2:0 und hat dann doch noch verloren. Also Hallenfußball, da geht es eigentlich sehr schnell. Schön gemacht, aber der Ball 3 Meter am Tor vorbei. Und wenn ich so zur Uhr schaue, die ersten 5 Minuten sind schon um im ersten Halbfinalspiel hier. Zur Menge der und Westfalia Wickede. Oh, das ist leichtsinnig, was da Menge der macht und... Ach, da muss er doch mehr rausmachen.
Ich schaue zur Uhr, 3 Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Und irgendwie kommt Mengede nicht in Fahrt. Die Jungs aus Wickede spielen sehr konzentriert. Und noch 1 Minute und 10 Sekunden. Ja, der spielerische Torhüter hier bei Westfalia. Er geht immer oder versucht bis zur Mittellinie mitzugehen. Und die letzten 30 Sekunden in der ersten Halbzeit. Ja, vorhin war das ja so, dass Mengede eigentlich ziemlich spät wach wurde und dann auftrumpfte. Mal sehen, was jetzt gleich in der zweiten Halbzeit passiert. Noch 5 Sekunden. Und Halbzeit, Westfalia Wickede, Mengede 0820, 1:0. Weiter geht es jetzt in der zweiten Halbzeit hier. Ja, und jetzt bin ich mal neugierig, wie es weitergeht. 1:0 Führung, weiterhin für Wickede. Oh, was macht er denn da? Sören Gerlach, leicht unsicher, also ganz schön mutig, das muss man ja sagen. 2 Minuten mittlerweile gespielt in der zweiten Halbzeit und wir warten auf die erste große Tormöglichkeit für Mengede. Das sah ja schon nicht schlecht aus. Ui, das muss er pfeifen und das gibt auch einen Freistoß für Mengede 0820. Da sieht man also die gut gefüllte Tribüne hier in der Dortmunder Westfalenhalle. Und hier gibt es eine kleine Diskussion. Ah, ich höre gerade, der Spieler von Mengede blutet leicht an der Lippe und da muss er erstmal das Feld verlassen. Ja, Wickede kann es eigentlich ruhig angehen lassen. Man führt 1:0 und es sind noch 6,5 Minuten zu spielen. Schöner Schuss, aber auch gut pariert von Sören Gerlach. Und jetzt muss er abziehen und da fehlte ja nicht viel. Meine Güte. Also 1 Meter am Tor vorbei. Und 4,5 Minuten noch. Also langsam muss hier was passieren. Und Mengede 0820 muss ein paar Kohlen mehr jetzt auflegen, um hier gefährlich zu werden. Sonst ist das Ding gelaufen. Dann wird Westfalia Wickede im Endspiel stehen bei der 28. Hallenfußballstadtmeister. Und ein böser Fehler, da habe ich vorhin drüber gesprochen, über diese Leichtsinnsfehler eigentlich, die die Keeper teilweise machen oder leichtsinnig mit dem Ball umgehen. Vor dem eigenen Tor, das wäre beinahe in die Hose gegangen. Und jetzt feuern die Fans von Westfalia Wickede nochmal kräftig ihre Mannschaft an. 4 Minuten sind jetzt noch zu spielen. Also, man hört die Trommeln von Mengede 0820. Aber irgendwie
bringt der Funke nicht so richtig rüber. Schön gemacht, das war ein wunderbarer Pass. Und jetzt muss er gucken, da draufziehen. Und der Ball ist drin mit der Nummer 17. War das Benedikt Zwar. Und 2:0. Also ich würde fast sagen, so wie ich im Moment die Menge der Mannschaft sehe, das Ding ist gelaufen. Und damit wäre Westfalia Wickede im Endspiel der 28. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Und Menge der 08:20 wäre dann im Spiel um Platz 3. Drei Minuten genau noch. Drei Minuten muss jetzt Wickede den Ton angeben. Und der Ball ist drin. Das war's. Ich lege mich fest mit der Nummer 9. Luis Miguel Moreira macht alles klar. Also ich bin davon überzeugt, im Endspiel wird Westfalia Wickede sein. Und das könnte nämlich ein sehr gutes, interessantes Endspiel werden. Denn entweder ist es Brünninghausen oder der ASC 09. Wir schauen zur Uhr. Es sind noch 2 Minuten jetzt zu spielen. Und beinahe noch ein Eigentor. Und 1:30 noch. Schön gemacht. Und, ach ja, den muss er doch reinzimmern. Und die letzten 45 Sekunden laufen. Also, wenn man so die Fußballexperten in Dortmund hier befragt hat, war Westfalia Wickede nicht ein ganz großes Thema. Aber es wird jetzt schon hier auf der Bank bei Wickede gefeiert. Man freut sich, dass man drin ist, aber das war nochmal eine Riesenmöglichkeit. 18 Sekunden war Schluss. Das Ding ist gelaufen und da sieht man die Bank von Westfalia Wickede. Und ich hoffe, dass wir gleich auch noch ein, zwei Stimmen einfangen können hier. Klasse pariert. Ja, geht zum Schluss, die letzten Sekunden. Da ist Menge denn nochmal wach geworden. Es hat aber nicht gereicht. Herzlichen Glückwunsch an Westfalia Wickede. Man ist im Endspiel der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Jubel natürlich jetzt. Enttäuschung auf Seite von Menge der 08:20. Der erste Endspielteilnehmer steht fest. Wickede, Alex Gocke, Glückwunsch. Ja, herzlichen Dank. Also für uns ein überragendes Erlebnis. Ich glaube, wir wurden vorher nicht so als Hallenmannschaft wahrgenommen, will ich ganz einfach mal sagen. Und wir haben uns im Verlauf des Turniers immer mehr gesteigert. Und das ist meiner Meinung nach diesen 2 Tagen der absolut verdiente Lohn. Absolut, haben die Jungs riesig gemacht. Menge der, meiner Meinung nach, kam da ziemlich wenig Gegenwehr. Woran lag das? Da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Aber ich glaube, sie waren dann hinterher doch ein bisschen zu defensiv uns gegenüber. Und wir haben es einfach mit Christian Fröse hinten, der für den verletzten Daniel Lindberg eingesprungen ist. Wir spielen es auch überragend ruhig aus. Das muss man auch mal in der Deutlichkeit so sagen. Und da haben die kein probates Mittel für gefunden oder gegen gefunden. Jetzt läuft das zweite Halbfinale. Brünninghausen gegen Aplerbeck. Tipp? Wer ist dir lieber? Ja, wie gesagt, ich habe es vor dem Halbfinale schon gesagt, ich habe keinen Wunschgegner. Wir müssen beide schlagen, um den Titel zu holen. Und insofern tippe ich jetzt ganz einfach aufgrund der Spielanlage, was ich jetzt gesehen habe, Aplerbeck. Okay, dann freuen wir uns auf ein schönes Finale mit Wickede. Ich drücke uns die Daumen.